Informationen für Personen in Erstaufnahmeeinrichtungen. Welche Unterstützung können Sie von der Agentur für Arbeit bekommen? Wenn Sie arbeiten dürfen, können Sie von der Agentur für Arbeit bestimmte Leistungen erhalten, die Ihnen den Einstieg in das Arbeitsleben in Deutschland erleichtern sollen. Die Agentur für Arbeit bietet verschiedene Angebote an, um Ihnen zu helfen. Hierzu gehören die Beratung und die Vermittlung freier Stellen. Sie können auch durch das Vermittlungsbudget gefördert werden. Damit können beispielsweise die Bewerbungskosten und die Arbeitskleidung finanziert werden. Auch Kosten für Gesundheitszeugnisse und für die Anerkennung ausländischer Abschlüsse können übernommen werden. Außerdem fördert die Agentur für Arbeit die berufliche Weiterbildung, die Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung. Sie werden bei Bildungsträgern und/oder bei den Arbeitgebern durchgeführt. Und die Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben. Die Arbeitgeber können Zuschüsse zur Vergütung erhalten, wenn sie Asylsuchende und Geduldete einstellen oder eine Einstiegsqualifizierung anbieten. Asylsuchende aus Syrien, Somalia und Eritrea können einige Leistungen auch schon dann erhalten, wenn sie noch nicht arbeiten dürfen. Auch wenn Asylsuchende und Geduldete eine betriebliche Ausbildung beginnen, können sie von der Agentur für Arbeit Unterstützung erhalten, wie zum Beispiel durch eine assistierte Ausbildung. Sie haben Fragen oder brauchen Unterstützung? Wir helfen Ihnen gerne. Unter der folgenden Internetadresse finden Sie einen Projektpartner in Ihrer Region.